So. Abreißen. Bitte, danke. Okay. So, dann machen wir das genau eigentlich das, was wir, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal ja schon gesagt hatten. Wir bauen eine weitere Etage. Jupp. Ja, wenn man halt sonst keinen Platz hat, baut man in die Höhe. Ist halt so. Ist das denn richtig? Nee, das ist nicht richtig, siehste. Ah, ich hab's gewusst. Dahin muss es. Ha, sehr schön, dass es so nachgibt. Ich hatte schon Panik, weil das ist immer so ein bisschen tricky mit den Leitern, die so an bestimmten Stellen zu platzieren. Und, naja. Aber wenn man das mal so geschafft hat, dann ist das Ganze in Ordnung. Sehr schön. Und von hier aus kann ich ja Jagd auf die Dinos machen, weil die sind so groß, die kommen hier auch rauf. Deshalb werden wir ja hier so einen Turm bauen, wo wir dann oben nochmal so ein bisschen Fläche haben. Ja, definitiv. Kann ich denn schon weitere Wände basteln? Anscheinend eher nicht. Oh, doch hier. Ja, aber macht das jetzt Sinn? Jetzt schon? Schwierig. Was wir eher machen können, wäre schon mal, obwohl es vielleicht ein bisschen zu früh ist, dafür sorgen, dass diese Leiter sitzt. Das ist wichtig, dass man das schon mal macht. Das macht es einfacher, wenn man dann später hier oben die nächste... das nächste Element in der Richtung machen, wäre das schon mal ganz wichtig. Und da ich jetzt aktuell nichts Böses sehe, außer den kackenden Dino da hinten, werden wir dann nochmal loshetzen nach da vorne und auf die runden Steine einprügeln, weil erstens können wir das, zweitens brauchen wir ja das Metall, was da drin versteckt ist. Jupp. So, nehmen wir ein bisschen Holz mit. Wichtig, ne? Wir brauchen das ja, wenn wir da das weiter ausbauen wollen, weil unten ist zu wenig Platz. Also wir könnten natürlich jetzt auch sagen, okay, wir bauen dann halt unten weiter aus, aber dafür brauchen wir Stein. Und, mal ganz vorsichtig gucken. Ne, ich sehe nichts. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir da genug finden. Gut, auf der... Was ist da hinten? Das ist ein Stego. Erstens Dego, okay, gut, dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Wobei, da oben drauf sind ja genug Steine. Also könnte man rein theoretisch aus Steinen anfangen, das ganze Haus ein bisschen zu erweitern. Da habe ich sogar eine ziemlich coole Idee, aber möchte ich noch nicht teilen. Nein, nicht, dass noch kam ist. So. Ich brauche ganz schön viel Metall, damit ich die Armbrust machen kann. Aber... Was ist das? Also ihr müsst immer gucken hier mit dem Wasser. Es ist so gefährlich. Ja, es ist nicht ohne. Nein. Ja, so einen Feuerstein kann ich eh gebrauchen. Ah, siehst du? Sehe ich irgendwas? Ah, da kommt einer, Hier, die Gibbys. Dreckiger Piranha. Oh, da haben wir einen. Ja. Manchmal ganz schön gefährlich, wenn man auch von anderen Piranhas angegriffen wird. Und dann auf einmal sich das Spiel dazu entscheidet, einem erstmal diese ganzen Piranha-Akten zu zeigen. Und man denkt sich nur so, WTKX. Warum ich? Oh, das ist schon down. Das ist natürlich schön viel Fisch. Und Erfahrungspunkte. Ah, Level 1. Jetzt haut er auch noch ab. Bist verdammter. Nee, egal. So, und hacken wir erstmal hier unten das alles weg. Bitte, komm, Metall. Ich brauche ganz viel Metall. Ach Mann, ey. Kann ja ruhig ein bisschen Metall springen lassen, oder? Übel. Gar nichts. Ja, ist okay. Da grugelt der schon aus lauter Langeweile mit dem Wasser. Gibt's denn sowas? Ganz schön frech, oder? Ja, schon so ein bisschen frech. Wir versuchen natürlich weiter Metall zu bekommen. Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Da war ja hier gar... Oh, Gott sei Dank Glück gehabt.
Da wir hier gar keine Metallvorkommen haben anscheinend. Da ist so ein Spuckdino. Ich guck mal, ob wir so einen Salmon kriegen. Oh, so einer. Ich will aber so einen haben. Ich wollte gerade sagen, kommen nicht alle an. Es gibt richtig gute Erfahrungspunkte. Ja, sehr schön. Und tonnenweise Raumfisch. Oh Mann, ihr seid irre. Geh da hoch, Mann, geh da hoch. Siehst du das hier? Wie sie alle ankommen? Und das Maul wollen? Boah, wie viele essen? Wie viele? Wie viele? Hier, nimm das auch noch. Oh, kurz ausruhen. Puh. So, kurz warten. Wir haben halb den ganzen See ausgerottet gerade, ne? Kann das sein? So ein bisschen. So, gucken. Seid ihr immer noch sauer auf uns? Ja, anscheinend. Wie viele sind das? Kurz ausruhen. Wieder ein bisschen regenerieren, weil wir sind schon halb betäubt. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, ganz ehrlich. Übel, Mann, übel. Ich will nicht wissen, wie viele roten Fische wir haben. Schon wieder den nächsten Platt gemacht. Das ist geil, ey. Ist die Axt bald hier nur vom Fische töten? Aber hier bei dem, wie viel kriegt man denn raus aus dem? Guck dir das an, ey. Oh, gebrochene Knochen, das ist nicht so gut. So, kurz auftauchen. Ich lasse den Fisch da jetzt verrotten. Ich glaube, wir haben genug Fisch. Ich muss erstmal sicher an Land kommen, aber es gibt anscheinend keine Sabertooth Salmons mehr. Wie schade. So, kurz gucken. Ja, ich würde sagen, wir haben jede Menge Fisch. Jetzt haben wir auch jede Menge Fischfilet. Das kriegen wir von den großen Fischen. Das ist dieses Prime Meat praktisch. Das verwest extremst schnell. Wir sehen da oben, gegrilltes Fleisch haben wir jetzt gegessen. Und dann kommt eigentlich gleich, dass das andere dann verbraucht ist. Das müssen wir eigentlich sofort in den Ofen schmeißen. Das Doofe ist bloß, man kann es nicht stapeln, was das Ganze echt ätzend macht. Das kann es dann mit einem Industriegrill, da kannst du dann das Ganze besser machen. Als dann jetzt hier an der Stelle. So. Kurz Holz rein. Dann hier, ne, hast du keine Chance. Wenn ich das sehe, na gut, 1 Minute 15, das ist schon ein Stück. So, gucken, dass wir hier schnell möglichst dann so viel Filet retten, wie auch irgendwie geht. Ah, denn die sind echt gut zum Zähmen später. So, jetzt müsste wahrscheinlich gleich Holzkohle draus machen. Ich scroll schon mal ein bisschen runter. Dass wir das so schnell wie möglich dann alles kriegen. Wir sehen dann nur noch 40 Sekunden Zeit. Ne, es ist ratzfatz, ist das weg. Deshalb kannst du aber froh sein, wenn du da so zwei, drei Stücken noch von retten konntest. Weil du bräuchtest praktisch einen tragbaren Grill auf dem Rücken. So. Ja, das ist echt nicht mehr lange. Ah, Mist. Na komm, schon los. Mach Filetfleisch draus, gegrilltes Filetfleisch bitte. Dass das so lange dauern muss, ne?
Verrückt ist an. Na gut, hier ist noch eine Minute noch was. Das haben wir zum Schluss hinzugefügt. Wir haben jetzt auch relativ lange gekämpft, das muss man auch sagen, ne? Wären wir früher hergerannt, dann hätten wir vielleicht nicht so schlechte Chancen. Wobei, es sieht eigentlich ganz gut aus. So, das letzte Filetfleisch ist drin. Sehr gut. So, das kann ich jetzt ein bisschen entspannter angehen. Dann haue ich hier mal ordentlich was rein, dass wir gleich dann jede Menge Fleisch oder Fisch braten können. Machen wir mal so. Genau. Dann erst ein 20er Stapel. Dann hauen wir gleich nochmal einen 20er Stapel rein. Und dann muss ich gucken, dass ich den Rest, gut Viertelstunde, sagt er da, dass wir den Rest irgendwie halt wegpacken, ne? Ja, ist ja auch klar, dass ein Filetfleisch natürlich noch länger braucht als normales Fleisch oder Fisch. Irgendwie logisch an der Stelle. So. Ha, sehr gut. Filetfleisch wird auch immer, wenn man das hier reinpackt, als erstes mit Öl behandelt, weil es halt wertvoller ist. Ne? Wir sehen, das braucht jetzt 10 Stunden. Hören das andere irgendwie eine Stunde. Oh, nur noch eine Stunde haltbar. Und hier das Räucherfilet natürlich ja 19 Tage. Das ist echt krass, ey. Wie lange das dann hält, ja. So, wenn es gegrillt ist, dann kann man stapeln. Das ist auch ätzend, ne? Oder gekocht ist halt. Wollen wir den Entwicklern nichts Sadistisches unterstellen? So. Genau, mal schnell aufgefüllt. Und dann auch hier. Wir packen das erstmal alles hier rein. Also es wird nicht reichen, der Platz, definitiv nicht. Siehst du ja, jetzt ist schon voll, ja. Das war's dann schon mit dem Platz an der Stelle. Ich pack das mal dahin. Ach, da hat man noch so einen großen Kothaufen dabei. Ich könnte natürlich das Räucherfleisch hier als eine aufbrauchen. Dann könnte ich sagen, okay, wir machen das so. Weil wenn er jetzt zum Beispiel das grillt, dann geht er auch wieder über den Platz mit 1 drüber, so wie er das zum Beispiel hier auch macht. Die sind ja auch nur 3 Slots, aber wenn er jetzt Fleisch grillt und Kohle, dann geht er über die Slots drüber und macht halt mehr Slots, als er eigentlich zur Verfügung hätte. So, genau, das hier unten ist kaputt, das müssen wir mal schnell reparieren. Mal schauen. Achso, halt, kann ich das andere da unten auch reparieren? Die Fackel müsste ich eigentlich... Ja, geht auch. Sehr schön. Das geht auch. Nehmen wir mal diese kleinen Erfahrungspünktchen mit, die das Reparieren bringt. So, 3 Metall haben wir bekommen. Da bin ich ganz zufrieden mit eigentlich. Gut, glatte Zahlen sind besser, weil wir brauchen glatte Zahlen, damit wir hier weiterkommen. Weil ungerade Zahlen bringen uns da nicht so viel, aber immerhin. So, gucken. Kann ich da, weil ich muss jetzt so viel grillen praktisch wie möglich, damit mir das nicht verloren geht, weil ich ja keinen Platz mehr habe sonst. Ja, das ist echt ätzend. Doof. Aber hatte ich nicht genug Steine gesammelt? Warte mal, ich guck mal, ich hatte doch, glaube ich, hier noch Steine reingepackt. 77. Den könnte ich ja eigentlich, ich glaube, damit müsste ich ein Fundament hinkriegen. Ja, das ist echt so krass, wie viel man für so ein verdammtes Fundament braucht. Und dann werden wir das Haus einfach erweitern. Ja, ihr habt doch schon eine Idee, wie wir das machen. Wenn es denn funktioniert. Das ist ja immer so diese tricky Angelegenheit. Muss ich gucken, hier beide Slots. Ha, das ist es nämlich, ne? Das hier würde funktionieren. Aber das hier nicht mehr. Ha, das ist ja doof. Das heißt, dann bleibt uns eigentlich nur übrig, das nach hier zu erweitern. Oh, das kann man auch machen. Wäre jetzt auch machbar. Nach hier würde es schon zum Beispiel nicht mehr gehen. Das hieße entweder nach hier hinten, was vielleicht auch eine Alternative wäre. Gut, dann steht das so ein bisschen im Raum, aber wenn ich das so sehe, müsste es eigentlich möglich sein, das um 2 zu erweitern. Wir probieren das mal aus. Wir werden jetzt sowieso gleich uns wieder auf die Pirsch begeben und noch mehr Steine und alles holen. Ich nehme hier ein bisschen. Brauche ich denn noch Fleisch? Naja, eigentlich. Ich habe jetzt
das und weit weg sind wir auch nicht, weil ich gerade überlegen bin, ob ich da was rausnehme aus dem Grill, aber nee, ich denke, das passt. Nee, aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Mel.